Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King Nummer 2 Final Max. In der letzten Folge haben wir die Höhle des Gedächtnisses abgeschlossen und jetzt sind wir hier in der Unterwelt Arena, um die ganzen Unterwelt Cups zu machen, und zwar im Paradox Style. Dafür müssen wir zu Hades gehen. Deswegen fragt euch wahrscheinlich jetzt, warum ich hier bin, aber das hat seinen Grund. Aber bevor ich damit anfange, könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder ein Kommentar hinterlassen, um eure Zuneigung zu zeigen und um den Kanal weiterzuhelfen und zu wachsen. Und ja, dem aus dem Weg, gehen wir mal hier zum Mogeshop. Ich kann jetzt was Schönes herstellen, nämlich. Und zwar Bayoms Ultima. Boah. Haben wir doch noch was von Ultima. Dann tun wir direkt hier reinballern und das hier brauchen wir gar nicht mehr, okay. Dadurch werden nämlich die Kosten halbiert. Ja gut, 100 auf, gut. Kalkum Plus, Orihalkum, Metrikristall und so weiter alles. Bams. Jetzt haben wir Ultima hergestellt. Das Schlüsselschwert mit der ultimativen Balance. Und die Geschwindigkeit, mit der sich die MP nach kompletten Verbrauch aufladen um 75%. Und das ist geil. So, können wir noch irgendwas herstellen? Ich glaube nicht, ne? Ja, den kann ich, glaube ich, herstellen. Königswache Plus. Nehmen wir die mal. Buff. Buff. Mein Buff. So. Also muss ich die noch einsetzen, weil es ist eigentlich egal. Ja, verdammt, ich habe jetzt nicht gelesen, was das macht. Ja, Vollblüte ist nicht schlecht, das können wir so lassen. Wie was hier mit Orihalkum Ring. Nur einfach noch ein paar Sachen hier erstellen, damit wir halt aus dem Weg haben. Meistens werde ich hier irgendwie ausgehen, alle herstellen. Da, Goofy, erstmal du. Königswache, Königswache Plus. Schadenskontrolle. Haben wir den Schaden in kritischen Situationen? Das ist doch nicht schlecht. Ich meine, der ist auch nicht schlecht. Der hat Protest, aber dann nehme ich doch lieber den hier erstmal. Ich glaube, es gibt aber noch eine bessere Version von diesen Dingern. So, und ich nehme natürlich die Ultima Klinge mit MP Husker und sehr guten Werten. Sehr gut. Da ich ja noch Dingens hier habe: Vollblüte und Vollblüte Plus. So, ja. Tun sich meine MP noch schneller aufladen. Ich demonstriere das mal. Guck ich mal an, wie schnell der Balken hier wieder auffällt. Wenn ich noch mehr Vollblüten Plus nehme, dann tut es ja noch schneller aufladen. Das ist geil. So gut, dann gehen wir jetzt zu. Da müssen wir nicht hin, glaube ich, oder? Da müssen wir hin. Zu Hades und versuchen uns an den Paradox Cups. Den ersten müsste ich auf jeden Fall schaffen. Ich bin jetzt Level 70. Habe, glaube ich, nichts Neues gelernt. Sonst hätte ich die Abilities noch nicht, naja, angeguckt, damit die neu verschwinden. Und ja. Wir haben die Vorgabe Level 70, 80 und 90. 70 werde ich bestimmt schaffen. Oder 60, 70, 80. Ich weiß es nicht. Den ersten werden wir auf jeden Fall schaffen. Den zweiten mal schauen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, den dritten auch. Also ja. Mit Ultima dürfte uns eigentlich nicht so schnell was passieren. Ich habe jetzt auch Eta ausgerüstet, also selbst wenn ich irgendwie mich nicht rechtzeitig heilen kann, habe ich immer noch Etas, die mich retten können und so weiter und so fort. Dürfte eigentlich funktionieren. Wie gesagt, das Spiel ist nicht wie in Kingdom Hearts 1 so, da wo man, weiß ich nicht, genug hochlevelt und dann alles zerstören kann. Hier muss man schon ein bisschen mehr Strategie und so weiter alles haben. So, wir haben einmal 60, 70 und 80. Den schaffen wir auf jeden Fall. Den vielleicht und den mal schauen. So, der Pech und Schwefel Paradox Cup. Ja, kämpfe Seite an Seite mit deinen Gefährten. Die Drive-Leiste steht nicht zur Verfügung. Und aber Limits Move kosten weniger MP als sonst. Werden keine XP vergeben. Das ist natürlich sehr doof. Aber was soll's. Da hat die Cups im ersten Teil leider ein bisschen besser gemacht. So, hier müssen wir eigentlich durchbrezeln wie nix. Ich habe die ganzen Massenangriffe rausgenommen, die Explosion und Magnetwelle, die ich auf Screen ausgerüstet hatte. Also konnte ich verdammt schnell riesige Massen von Gegnern erledigen, aber für normal ist mir halt irgendwie zu doof. Deswegen würde mir wahrscheinlich helfen, aber ich meine, wie viel dann aushält. Aber so macht es irgendwie mehr Bock. Ja, den schaffen wir, glaube ich, in unter 10 Minuten, oder? War schon.
Ja, liegt aber nicht nur am Schwert, das liegt auch an meinem Level ein bisschen. Die Angriffe. Oh nee. So, bevor du dein blödes Ding hier machst. Dico. So, gut. Ich deren blöde Attacke hier einfach ignoriert. Aber das kannst du nicht alles sein, da. So, wenn wir mit den Kapseln fertig sind, dann gehen wir zum ersten optionalen Boss. Müssen wir vielleicht auf den schaffen, auch schaffen. Den Level auch schaffen. Wenn ich damit fertig bin, dann werde ich erstmal Power leveln bis Level 99. Dann gehen wir zu den ganzen restlichen Pilzen, die noch übrig sind. Und dann können wir uns zu den letzten optionalen Bossen eigentlich auch machen. Also ja, so viel kommt jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben noch so 15 optionale Bosse, das heißt 15 Parts kommen auf jeden Fall noch. So 20 Parts werden bestimmt noch. Nicht 20 Parts, aber so ungefähr 15, 16 Parts werden, glaube ich, noch hier im Projekt vorkommen. Sind wir immer noch unter 100. Im Gegensatz zum ersten Teil, glaube ich. Wo ich glaube, der hatte noch 50, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine auf jeden Fall, der letzte Cup hier, der war richtig knüppelzart. Den werde ich bestimmt nicht so im ersten Durchlauf schaffen. Da gibt es wieder 50 Level und so. Aber ich kann auch, glaube ich, da Pause machen zwischendurch. Will ich aber nicht. Ich will alles auf einmal machen. Jetzt muss ich noch kein einziges Mal Dings einsetzen. Die Graf. Das ist aber gut, ne? Wenn ich K.O. irgendwie auf den Arm nehmen. Boah. Ich hab die alle kaputt. Das sieht echt aus, als wären die gleich alle kaputt. Ma. Echt gleich alle kaputt, was? War so blöd, hat man hier keine Erfahrung kriegt, ne? Warum? Ich habe die alle erledigt, was? Hab die echt alle erledigt, was zum? Halb genau schon, ne? Echt 10 Minuten noch. So kann man schon den allerletzten sogar noch, den letzten Cup. Dann wird der andere Cup ein kompletter Part irgendwie. Au. Und die Gegner im allerletzten Cup, der ja noch kommt, die sind auf jeden Fall schwierig, das weiß ich noch. Da kommt jetzt als letzter Boss. Oh ja. Hat der nicht im normalen Cup auch die Bosse? Da versucht man das jetzt zu heilen, Juppie. Guck mal, wie viel Schaden ich aushalte. Ich die voll. Ja, Juppie ist natürlich jetzt blöd, weil die sich die ganze Zeit teleportiert. Komm her. Warte, komm her. So, sehr gut. Viel einfacher als beim ersten Mal. Dann war schon mit dem ersten Cup. Bin ich zufrieden mit. Ich krieg noch nicht mal irgendwas. Boah. Ey. Hey, da gibt's doch jetzt einfach nicht. Boah, dann machen wir im Cerberus Paradox Cup. Ich glück habe noch den Titan, obwohl den schaffe ich glaube ich nicht mehr. Wenn so ein 30 Minuten Part. Weiß ich nicht. Oh nein, ich bin alleine. Warte mal, ich habe Formen, ne? Oh, ihr seid alle tot jetzt. Ihr wollt, dass ich Form einsetze? Kein Problem.
Mein Gott. Geil. Mein Gott. Ein Zeitlupe habe ich auch. Ja, pf, kein Problem. Oh mein Gott. Du ja. Boah, hör auf dich zu drehen, Mann. Mein Gott. Ja, das habe ich auch locker. Ah nee, dann ist ja der eine Kapitel wieder, dass ich nicht so viel Treffer abkommen kann, oder? Ein Gegner so wenig, kriegt volle Punktzahl. Das ist genau wie in Fallout, ey. Wo ich mal diesen einen Inselbegabung Bonus bekomme, nachdem ich alle Gegner hier schon erledigt habe. So, naja. Überform hat man ganz schön viel gesehen in diesem Projekt, habe ich so das Gefühl. Sehr gut. So, zum ersten Mal Beak eingesetzt. Oh nein. Ich glaube, ich verliere. Duell. Ich meine, eine Minute haben wir verbraucht, oder? Bin schon ohne 8. Boah. Oh, und meine MP sind gleich schon voll. Oh nein. Ich merke gerade, mein Dings ist gleich weg. Mein Drive. Meine Überform ist gleich weg. Nein. Schade. Oh, wer ist noch mein Boss jetzt? Cerberus oder so? Cerberus auf jeden Fall. Ne? Ja, ist gut. Was jetzt nicht? Also so was schon. So was schon gewonnen, ey. So was fast. Ich kann den Satz nicht. Ich habe sowas von schon gewonnen. So, sehr gut. Weiß aber, kennst du die Form schon? Ja, gute Nacht. Rest in Peace, Cerberus. Mein Gott. Totale Zerstörung hier. So weit überlevelt bin ich ja noch nicht mal. Ich bin 10. Ne, warte mal. Der ist Vorgabe 70, der Cup hier. Genau, perfekte Level hier gerade für. Das war's mit dir, Cerberus. Ist gerade meine Dings abgelaufen, hat darf doch einfach die wahr sein. So, das war's mit dem Cup. Wunderbar. Direkt der nächste. Er ist nicht gerade, dass so schnell geht. So, der Cup ist jetzt allerdings ein Problem. Hallo, Aura, wo kommst du denn her? So, so muss sein. Du kannst in diesen alle Freunde alleine Freunde beirufen. Ich darf nur ein paar Mal getroffen werden. Ne? Oder wie war das? Ja. Schien, die macht irgendwas. So. Weiß nicht, ob ich das brauche. Ah, geht schon los. Möchte gerne unnötige Treffer vermeiden, wenn es geht. Schon 30 verloren, das ist jetzt nicht so gut. Verschwind schon wieder, willst mich?
Ich kann gar nicht links, verdammt. Okay, der könnte ein bisschen nervig werden, der Kampf. Muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Mein Gott, ehrlich. Alter. Nee, ich glaube, das wird nichts. Müssen wir rufen die ganze Zeit. Ich bin Sicherheit zu bringen. Ja, ich habe schon 100 Dinger verloren. Ich bin jetzt in der zweiten Runde, glaube ich, ne? Nee, das ist nicht gut. Da gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ja, da gehe ich auf Nummer sicher. Bei der Dingern. Ja, geil. Nein. Ich kann mir nicht so viel Treffer leisten. Da. Oh mein Gott. Wir müssen vorsichtiger sein. Vor allem, das ist auch 10 Level höher hier alles. Da. Gut, ich bin ja unverwundbar. Das muss ich ausnutzen. Ja, so einfach geht das. Kein Schaden bekommen, ausgezeichnet. Das sieht mir jetzt nicht so schwer aus, aber ist egal. Also bist schon. Also schon wieder Treffer abbekommen, Mann. Und dink, dink, dink. Sehr gut. Nein, da kommt ein Stein. Okay, den Wein haben wir. Ja, wahrscheinlich am Ende nur so getroffen. Oh nein. Boah, ich kriege immer einen Treffer, bevor ich mich verwandle. Hängt so auf. Und dint, dint, dint. Er wird von einem Stein getroffen. War nicht mehr im Stoppzustand. Ja, doppelte Punktzahl, kein Gegner mehr hier. Boah. Ja, fünffache Erfahrungspunkte, kein Gegner ist mehr hier. Oh nee. Boah, das gibt's da jetzt nicht. Ja, bevor ich. Ja, gegen euch tue ich auf jeden Fall hier Dings einsetzen, ne? Ihr seid. A pain in the ass. Seid euch mal tot dadurch. Danke. Ah, oh, das ist jetzt unnötig. Alter. Alter. Was ist mir nicht alles, ey? Ich hab das, glaube ich, gar nicht mehr. Nachdem was für Gegner noch kommen. Mal kannst du nicht meine Dings aufkochen. So, komm her. Das ist jetzt wieder weg. Ah, ich treffe ich so irgendwie, glaube ich. Komisch aus, wenn keine Geräusche kommen. Ja, der hat sich ja die ganze Zeit geschützt. Komm her. Na, warte mal. Boah. So, durchbohrt. Den Kopf, den schaffe ich auch noch. Hört mich mal, ey.
Halbfinale auf Seite. Sehr, oh nee. Dieser eine, oh Gott, wie viel hat denn der mir abgezogen? So, je nachdem, was für ein Gegner jetzt am Ende kommt, habe ich vielleicht ein Problem. Ficker! Boah, 144 noch. Wer kommt jetzt? Wach, Herkules. Kennst du schon Genie? Komm mal her. Das Bild. Au. Au. Warte, ich schau ja so, mein Gott. Au! Die ganze Zeit von dem Treffen. Gibt's einfach nicht. Apokalypse heißt er auch noch. Okay, weg. Da habe ich damit kaputt, ich sehe doch schon kommen. Au, oh mein Gott, hat mir das auch was abgezogen. Das hat mir auch was abgezogen. Diese. Geh weg. Oh Gott. Bin ich überrascht, wenn mich das one-shotten würde. Ganz vorsichtig. Oh mein Gott, ehrlich. Ich hasse es lange. Davon lasse ich mich immer treffen. Was war hier? Also was anderes machen. Warte hier. Was zum Teufel? Hör auf damit. Wer kann auch damit? Ich jetzt mal ab. Spammer. Hallo Shini getroffen. Oh, tschüss. Wurf. Ausgezeichnet. So, das war's mit den Paradox Cups, den ersten dreien. Jetzt kommt es, glaube ich, erst richtig dicke, oder? Ich krieg noch nicht mal irgendwas. So, der Haar des Paradox Cups. Können Sie dann sagen, für den Internet gelten je nach Durchgang unterschiedliche Regeln. Es werden keine XP vergeben, du Sack. Okay, dann würde ich sagen, hier mache ich einen Schnitt. In der nächsten Folge machen wir dann den Cup. Wir schaffen mit unseren jetzigen Level, weiß ich nicht. Wir können es mal probieren. Wir müssen ja immer nur alle 10 Dinger, glaube ich, schaffen. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.